Black Bull H2. Ja. Das bläst einem das Hirn nach hinten raus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich Bock habe auf dieses Video. Und bevor wir weitermachen, gibt es jetzt erstmal ein Porn und danach geht es gleich weiter. Ja, für alle, die bis jetzt meine Videos noch nicht geguckt haben, ich besitze selber eine F900R und ich kenne mich also mit dem Moped sehr gut aus. Und ja, also wenn man drauf sitzt und das ist ein komplett anderes Fahren. Also es ist ein komplett anderes Fahren und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es ist so eine Mischung aus Kartfahren. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall anders. Definitiv. So, wo geht's denn hier lang? Lasst uns doch mal gucken, wo wir hier lang fahren. Bad Münstereifel. Ja, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Lasst uns mal Richtung Bad Münstereifel fahren. So. Das hat ein bisschen was von Go-Kart fahren. So, da kommt gleich ein Kreisverkehr. Aha. Also dieses Kurvenfahren, das fühlt sich echt seltsam an, weil das Gerät neigt sich ja nicht. Es ist schon, ein etwas anderes Fahrgefühl. Der Spritverbrauch bei der Exceed F900R ist angegeben mit 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Die Preise von diesem Spaßgerät werde ich euch oben irgendwo im Video einblenden und ich guck mal, dass ich hier gleich drehen kann. Die restlichen Daten füge ich gleich noch mal kurz hinzu. Die Firma Exceed ist so ziemlich die einzige Firma, die sowas auf dem, zumindest im deutschsprachigen Raum, kenne ich niemanden, der sowas Ähnliches hat. Ich persönlich habe vorher sowas auch noch nie gesehen und ja, war, als ich das erste Mal das Ding hier gesehen habe, echt total geflasht von der Optik. Also das war richtig genial. Also das war vom Feinsten. So, hier vorne drehen wir da mal. Wer weder Quad noch Go-Kart gefahren ist oder Motorrad, der wird wahrscheinlich sagen, wow, wie geil ist das denn? Also, das macht eine mega Spaß, mit dem Ding hier zu fahren. Und hiernach gibt es gleich noch ein Moped. Und da bin ich ja mal richtig drauf gespannt. Dieses Fahrwerk, was hier drin steckt, also die ganze Achskonstruktion, die Achsschenkel, Bremssättel, die ganzen Verrohrungen hier, das ist alles in Eigenregie. Das ist nicht irgendwo gekauft, sondern das ist alles selber konstruiert. Und das Ganze ist natürlich auch mit TÜV. Also das Ganze hat auch eine Zulassung. Und wie schon gesagt, also von der Übersetzung her ist sie so ausgelegt, dass sie eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h hat.
weil auch, glaube ich, die Reifen von der Zulassung her nicht mehr hergeben. Der eine oder andere fragt sich, warum ist denn diese Lampenmaske nicht von BMW da drauf? Ganz einfach, weil ein Quad zwei Lampen haben muss und deswegen geht das mit der Lampenmaske von BMW nicht. Deswegen hat sie hier einen anderen Scheinwerfer, der gesetzeskonform ist. Oder zumindest für Quads. Das Schöne ist, man steht an der Ampel, braucht die Füße nicht runter tun. Ich hoffe, ich vergesse das beim nächsten Mal nicht, wenn ich mit meinem Motorrad fahre und vergesse nicht, die Füße runter zu tun. Das wäre eine Katastrophe. Ich habe die Mopeds gewechselt. Leute, das hier wird spaßig. Das hier wird spaßig. Und der Quickshifter, Leute, das ist echt der Hammer. Technische Daten von dem Gerät, das füge ich euch später hinzu. Oh boy, da ist man sehr schnell den Führerschein los. Herr Bortz, mach mal langsam. Ich gehe kaputt. Also, das Ding ist ja mega. Ja, ist das geil, ich gehe kaputt. Das bläst einem das Hirn nach hinten raus. Das ist ja unglaublich. Sechste Gang und meine Fresse. Also, wenn man sich ein Spaßbike kaufen will, dann auf jeden Fall sowas hier. Das ist unnormal. Ich krieg's Lachen nicht mehr aus dem Gesicht. Also, wenn ich keine Ohren hätte, ich würde im Kreis lachen. Ich habe ja schon viel Blödsinn gefahren. Aber das hier ist mit Abstand das Geilste, was ich je gefahren bin in Sachen Spaß. Weil das schiebt so dermaßen nach vorne aus dem Stand raus. Das ist unbeglaublich. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich kriege keine Luft mehr. Alter Falter. Also für alle, die ein paar Euros zu viel haben. Ich glaube, dieses Teil fängt ab 41.000 Euro an. Hat 200 PS. Ist 10 Zoll bereift. Hat zwei Pfoten Antrieb, weil ist ja Quad-ähnlich. Hoppala. Dieser Quickshifter, das ist so. Also, ich frage mich allen Ernstes,
wie Leute sowas nur mit zwei Rädern beherrschen können. Also Respekt an alle, die sowas mit zweirädig hier bedienen. Und der Motor, also der hat, egal welche Drehzahl, dieser H2-Motor, dieser Cover-Motor, egal welche Drehzahl man hat, er hat einfach Druck. Er hat Druck, 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 Druck und nochmals Druck. Und ich kann es nicht glauben. So. Und der schiebt aus jeder Drehzahl, schiebt dieser Motor einfach brutal nach vorne. Also da klopft das Hirn mal so an der Schädeldecke kurz an, wenn man Gas gibt. Hier muss man sich wirklich festhalten, um nicht von der Sitzbank zu rutschen. Alter Falter, also man sitzt hier richtig komfortabel drauf. Die Sitzbank echt angenehm. Der Lenker auch schön breit. Und wenn man mal so ganz normal durch die Gegend dümpelt, so wie ich das jetzt gerade hier tue, ja, dann ist das ein richtig entspanntes Fahren. Und dann macht das richtig Laune. Also, oh nee, mir fehlen gerade echt ein ganz klein wenig die Worte. Und ich hoffe nur, der Sprit reicht noch bis zur nächsten Tankstelle. Ach, herrlich. Ist das genial? Ich kann es gar nicht glauben. Oh, ich bin schon im sechsten Gang. Ich glaube, dieses Ding könnte auch einen siebten Gang vertragen. Ja. Ich glaube, auch hier 160 maximal. Gehen tut garantiert mehr. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Aber ich meine, hier ist auch maximal, oder Höchstgeschwindigkeit ist hier maximal 160 km/h. Also auch ganz niedrige Drehzahlen beherrscht sie. Das Runterschalten ist nicht ganz so komfortabel wie das Raufschalten. Aber wo es runter geht, geht es auch irgendwann mal wieder rauf. Und das macht dann wieder extrem viel Laune. Man muss hier ein bisschen anders fahren wie auf einem Motorrad. Also da ist nicht mit, ich lege mich jetzt nach links in die Kurve, sondern man hängt sich ein bisschen mehr nach außen, damit man den Fliehkräften ein wenig Herr wird. Aber bei der Geschwindigkeit brauche ich das nicht. Da geht das auch ganz normal. Erst wenn man schneller wird oder durch Kreisverkehre durchpflügt, dann arbeitet man eher so mit der Gewichtsverlagerung vom Oberkörper. Ja, ist geil, wenn der Kompressor auf dem Gas geht. Wie der am Zwitschern ist. Also, man braucht hier überhaupt keine Drehzahl. Man kann das Ding auch ganz entspannt fahren im sechsten Gang, weil Leistung ist mehr als genug da, weil das Ding hat Drehmoment aus dem Keller raus durch den Kompressor. Oh, wo geht's denn hier lang? Ah ja, da lang. Und ja, das ist schon so. Man hat das Ding Druck, ist das genial. Und aber auch nicht so brutal. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? So. Hier kommt ein Parkplatz. So, ihr Lieben. Und jetzt machen wir einfach mal einen Walkaround. Black Bull H2. Das ist der Vorführer von Exceed. Das ist also noch ein Prototyp, aber ein sehr gelungener Prototyp. Die Achskonstruktion ist ähnlich wie bei der BMW. Auch wieder die Bremssättel in Eigenherstellung. Dann auch wieder die RockShox-Dämpfer vorne.
Ja. Also schaut euch das Teil mal an. Sieht das nicht Porno aus? Das ist einfach unfassbar geil. Das Ding hat sogar einen Rückwärtsgang. Ist eine ganz spezielle Konstruktion und ist ein echt nettes Goodie. Also damit kann man auch rückwärts fahren. Also ich bin gerade... also ich kann es immer noch nicht in Worte fassen, wie dieses Teil geht. Also das macht echt Spaß. Ich bin sowas vorher noch nie gefahren und muss ganz ehrlich sagen, wer schon immer Motorräder gut fand, aber irgendwie kein Vertrauen zu Zweirädern hatte, der sollte mal unbedingt so eine Exceed ausprobieren. Und habt keine Angst davor, das Ding hier mit 200 PS zu fahren, weil das ist extremst gut fahrbar. Also das muss man wirklich sagen. Das Ding ist echt extremst gut fahrbar. Und dieser Sound von dem Teil, das ist unglaublich. Da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr auf meinen Moped. Ganz ehrlich, das ist richtig genial. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Mir fallen keine Superlativen mehr ein, außer unfassbar geil. Echt. Das ist einfach nur genial. Ja, und ich hatte das eben schon gesagt, also im deutschsprachigen Raum habe ich sowas noch nicht gesehen. Wenn man mal in die Felge reinguckt, dann sieht man diese schöne silberne Achsmutter. Die ist tatsächlich aus dem Vollen gefräst. Also so viel Liebe zum Detail steckt hier drin. Boah, ich habe noch so ein bisschen Pipi in den Augen. Ne? Gut, für viele ist der Preis mit Sicherheit ein Kaufhinderungsgrund, weil man muss da schon viel Geld hinlegen. Aber wer sich nur annähernd mit Technik auskennt und sich das Ganze mal hier so ein wenig anguckt, was hier alles angefertigt worden ist, aus den Vollen gefräst worden ist, dann wird er feststellen, der Preis ist mehr als fair. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt beeindruckend. Also das ist unglaublich. Okay, auf geht's. Fahren wieder ein Stückchen Landstraße und genießt mit mir noch so ein bisschen das Spaßige durch die Gegend eiern. Ist unglaublich, Leute. Der einzige Nachteil ist dieser hier. Es ist schwer zu lenken im Stadt, klar. Wir haben keine Servolenkung. So. Und das beschleunigt, ach, das ist einfach, es beschleunigt druckvoll. Das ist das Geile an der Geschichte. Es beschleunigt extremst druckvoll. Ich muss erst mal runterkommen, ey. So. Ja, die Abmaße nach rechts und links, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt eben etwas breiter wie ein Motorrad. Hat die Breite von einem Go-Kart. Und ja. Ja, man muss ein bisschen mit Körpereinsatz arbeiten. Und dann klappt das Kurvenfahren auch ganz gut. Und ja, also. Ich kann es gar nicht glauben. Also dieses Ding ist echt fucking unbelievable.
Also die BMW hat ja eben schon Spaß gemacht, das war echt cool, aber das hier, das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist also, wie gesagt, mir fehlen immer noch die Worte. Das Ding hat so viel Druck, das ist unglaublich. Ich brauche da wirklich kaum Drehzahl und das geht schon richtig gut vorwärts. Unfassbar geiles Moped oder Quad oder wisst ihr was, es ist eine Exceed. Es ist kein Motorrad, es ist kein Quad, es ist eine Exceed und das ist ein Spaßgarant. Also wie gesagt, das Teil fängt bei etwas über 41.000 an und kann dann mit Öl ins Fahrwerk zum Beispiel abgegradet werden oder ihr könnt noch aus dem vollen gefräste Fußrastenanlage haben, einen anderen Lenker. Wie gesagt, dies ist auch nicht der Standardlenker. Ja, da gibt es noch so ein paar nette Options, die die Jungs anbieten. Es gibt noch eine Performance-Bremse, die könnt ihr dazu buchen. Klar, der Preis geht dann immer höher. Ja. Und es macht so einen Spaß. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich mir diese BMW hole. Das ist es. Unglaublich. Ich würde mich definitiv, egal wie der Preisunterschied ist, für diese Cover hier entscheiden. Und wer es noch ein bisschen exklusiver haben will, für den gibt es auch noch die Exceed M1000R. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Die M1000R gibt es auch. Und die macht mit Sicherheit genauso viel Spaß. Und meine Fresse, geht das vorwärts. Unglaublich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich unglaublich und geil gesagt habe. Könnt ihr ja mal zählen. Es ist, es macht einfach nur Höllenspaß. Also Leute, wirklich. Wer auf sowas mal Bock hat, einfach mal bei den Jungs anrufen oder eine E-Mail schreiben. Das ist ja so ähnlich, muss ein Formel 1 Auto sein, wie das nach vorne geht. Unglaublich. Also ich habe immer noch gehörigen Respekt, den Hahn wirklich voll durchzuziehen, weil das war jetzt vielleicht mal Halbgas und das beschleunigt schon so immens nach vorne. Boah, ich muss erstmal wieder runterkommen. Also die Jungs haben richtig was Geiles hier auf die Beine gestellt. Wow, war das eine Probefahrt. Absolut emotional, sowas habe ich noch nicht erlebt. Einfach nur geil. Und wenn ihr genauso viel Fahrspaß haben wollt, wie ich den hatte, dann wendet euch an die Firma Exceed, schreibt ihnen eine E-Mail oder ruft sie an, macht einen Termin, kommt vorbei, lasst diese Firma wachsen, teilt dieses Video und in diesem Sinne habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.